Wenn wir jetzt das aufgreifen, sich in Einklang fühlen mit der Welterscheinung, kann man das ja verschieden interpretieren. Und da kann ich manchmal erraten, was gemeint ist, manchmal geht es vielleicht in eine andere Richtung, aber dann nehmen wir das so hin und dann kann man ja immer beim nächsten Mal das noch genauer präzisieren, seinen Wunsch, und das dann in die andere Richtung vertiefen. Sich in Einklang fühlen mit der Welterscheinung könnte natürlich jetzt auch zeitgebundene Frage sein. Was ist jetzt gerade los? Jetzt läuft gerade so viel, wo man das Gefühl haben kann, das bin doch nicht ich. Ich habe es schwer, mich damit zu verbinden. Ich fühle mich nicht im Einklang. Und dann hilft natürlich schon immer ein bisschen der Gedanke, was wir hier erleben, ist ja nur ein Spiegel von was eigentlich woanders passiert. Und das, was woanders passiert, hat natürlich irgendeinen Sinn. Und der Spiegel oder hat Möglichkeiten. Und vielleicht müssen wir uns nicht so stark verbinden mit dem, was konkret gerade mich herausfordert oder wo man merkt, geht das in die Richtung, wo wir das Gefühl haben, das kommt gut, sondern irgendwo spüren, aha, da ist eine Welle dahinter und da trägt ein Boot und das schwankt, aber da ist eine Welle. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern auf alles Mögliche, aber dass man wie ein bisschen sich im Einklang fühlt man sich, wenn man dahinter spürt. Das ist das, was ich sagen wollte. Und da war noch eine zweite Frage, wo es darum ging, mit dem Glücklichsein ein bisschen. Und Einklang ist ja auch etwas, was Glück erzeugt. Und damit man sich im Einklang fühlt, braucht man ein Klanginstrument. Und dieser Klanginstrument, das ist der Körper. Und einen Körper haben wir nur, weil wir ein unteres System haben. Ja? Das baut ständig unsere Organe, die bauen den Körper auf, die bauen auf, dass wir in einem Körper leben können. Und dieses Untere mitzunehmen, das ist ganz wichtig, um dieses Einklangsgefühl und Glücksgefühl, wo ja im Glück auch die treibende Kraft, ich fühle mich verbunden ist, erleben zu können. Und darum machen wir jetzt ein bisschen was, wo auch die Beine und unser Freudemensch mitmachen kann. Und jetzt stellt euch mal bitte wieder hin, ruft dieses Gefühl, ich stehe aufrecht, ich spüre meinen Körper, ich spüre mein Herz durch den Körper hinunter. Und schon das reicht, dass leichte Kräfte, tragende Kräfte spürbar werden. Und dann kann ich plötzlich mich denen hingeben und die tragen mich. Und das begrüße ich mit einem frohen Atem. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt in kleiner Entfernung vor euch einen Punkt, wo wir hingehen wollen. Ja, also jeder hat verschieden viel Platz, macht es nicht so groß, aber wir gehen auf einem Halbkreis. Und jetzt ist es egal, ob ihr mich spiegelt oder nicht. Ich fange rechts rum nach vorne an. Ihr könnt auch links rum nach vorne anfangen. Macht das, wie es für euch am bequemsten ist. Macht doch erstmal einen Halbkreis nach vorne, aber schon jetzt ladet das untere System ein. Komm doch mit, komm doch vor, geh darüber und komm an. Und jetzt stoppen nach einem Halbkreis. Das ist sinnvoll, weil wir wechseln in eine andere Welt. Rechts und links ist eine andere Welt. Und jetzt gehen wir den Halbkreis zurück. Wir laden den Körper ein. Dann sagen wir, komm, geh doch zurück. Und dann schieben wir ihn wieder so ein bisschen an den Anfang. Und der Körper hat es einfach leichter, wenn er weiß, wo es lang geht. Wir führen ihn so ein bisschen wie ein Hund an seiner Leine und wir haben einen liebenswürdigen Hund, der kommt gerne mit uns mit, weil er weiß, bei uns ist er gut versorgt. Nochmal ein bisschen nach rechts einladen, ein bisschen nach vorne schieben, ein bisschen rüberkommen. Ankommen, die andere Hand nehmen und nach hinten
und ankommen. Jetzt habt doch mal das Gefühl, wir laufen das nochmal und er macht das wie so mit imaginären Händen oder ihr habt das Gefühl, da wird ein Rock ganz groß, der zieht die Beine, aber irgendwie das Gefühl, die Beine folgen. Ja? Also erst geht das los, was zieht und dann laufen die Beine und dann zieht was nach vorne und dann zieht mich was, in meinem Fall nach links. Komme ich an, jetzt erzeuge ich erst den Zug, dann folge ich, jetzt zieht es nach hinten und jetzt zieht es nach vorne. Und ich reg einfach an, dass man sich das nicht vorstellt im Kopf, sondern das ist wie ein Denken im Körper. Ich denke das im Körper mit meinen Körperzellen und schon läuft das. Also ein bisschen nach rechts in meinem Fall, es zieht nach vorne. Ich denke es mit meinen Körperzellen nach links. Ich komme an. Dorthin. Jetzt denke ich nach hinten. Und dann denken meine Beine nach rechts und dann laufen sie auch. Gut, angekommen. Und schon jetzt werdet ihr merken, spürt mal eure Beine. Die reagieren irgendwie ganz fein. Das sind nicht nur gelatscht. Wir haben was gemacht, was wir im normalen Gehen nicht tun. Und jetzt macht mal so, dass ihr einen langen Schritt macht und dann zwei kurze, kurz, kurz. Und dann wieder einen langen Schritt, kurz, kurz. Und dann wieder einen langen Schritt und dann wieder kurz, kurz, langen Schritt, kurz, kurz. Und ankommen, langer Schritt. Und jetzt mache ich meinen kurz, kurz einfach auf der Stelle. So, und jetzt hat es vielleicht Knoten in den Beinen gegeben. Was will der? Oh, der will einfach, wir laufen den Kreis wie vorher und wir versuchen einen langen Schritt und zwei kurze zu machen. Wobei das lange, der Witz wäre, dass das dauert, dieser Schritt. Dass also nicht ein großer Schritt ist, sondern ein langsamer Schritt. Und dann zwei kurze kleine, die einfach ein bisschen schneller ablaufen. Langer Schritt. Kurz, kurz, langsamer Schritt, kurz, kurz, langsamer Schritt, kurz, kurz, langsamer Schritt, kurz, kurz. Und jetzt noch irgendwie langsam, kurz, kurz. Jetzt warten wir noch kurz auf dich und dich, bis ihr auch noch angekommen seid. Weil jeder kann sich das selber einteilen und lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, zum Beispiel. Und jetzt macht man einfach drei langsame Schritte nach vorne. Lang, lang, lang. Jetzt stehen wir ungefähr da vorne, wo wir waren. Schön, gell? Und jetzt machen wir das Gleiche wie gerade eben und fangen halt mit dem Bogen nach hinten an. Lang, kurz, kurz und laufen den ganzen Kreis, bis wir wieder vorne stehen. Und das Einzige, worauf es irgendwo so ein bisschen ankam, wäre, dass ihr versucht, diesen Zug am Bein immer erst zu haben. Mir zieht das Bein dorthin und bei den kurzen zieht es irgendwie ein bisschen zusammen. Nicht nur den Fuß dahin stellen. Also es zieht das Bein und die folgen ein bisschen. Es zieht das Bein. Die folgen ein bisschen. Anspannen, aufspannen, die folgen ein bisschen. Anziehen, die folgen ein bisschen. Anziehen, die folgen ein bisschen. So, ich habe jetzt 5-mal gemacht. Schaut mal bei euch selbst. Und jetzt geht's zurück. Lang und immer erst den Zug. Es zieht das Bein nach hinten. Ich bremse mit dem Bein. Das ist nicht überholt. Lang. 3 Schritte angekommen. Atmen. Einfach, gell? Lang, kurz, kurz, 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 lang, lang, lang. So einfach. Es ist ja nur, dass wir was zum Lachen haben. Ja? Weil jetzt macht man nochmal dieses ein O mit den Armen. Wir bringen die Hände vors Herz. Und jetzt nehmen wir die Herzkräfte und dehnen die aus
und uns so langsam nach vorne fahren, bis die Hände dank der Kraft unseres Herzens sich da vorne finden. Und dann fülle ich noch das ein bisschen mit Energie und dann komme ich zum Herz zurück. Ich muss eigentlich nur loslassen, dass die Hände zurückkommen. Dann richte ich die Fingerspitzen ein bisschen nach vorne und dann, ich fange weit hinter dem Körper an, aber dann gehe ich eigentlich mit der Energie durchs Herz, mit Herzenergie, durchs Herz die Hände nach vorne bringend, bis sie gestreckt sind. Und dann lasse ich die Hände wieder los, die kommen wie von alleine vom Herz zurück. Und dann, und das ist vielleicht jetzt für manche ein bisschen ungewohnt, ist eine Hand vorne, die andere beim Körper und dann kommt eine zu mir und die andere geht raus. Und dann wenden die Hände und dann kommt wieder eine zu mir und bringt was mit und die andere geht raus. Und dann lasse ich die Hände, bringe ich sie zum Körper zurück und lasse sie ruhig sinken. Das ist der Buchstabe M, den man in so vielen Varianten haben kann, aber wo dieses Mischen, das Innere und das Äußere, bringe ich zusammen. Also macht man nochmal O, U und M. Ja? Und ihr merkt, den Einklang mit der Welt, Freude an der Welt, wir umarmen im O die Welt. Im U, da strömen wir richtig hinein. Ja? Und fangen wir nochmal an, die Hände zum Herz. Und jetzt O. Und ich ströme durch die Arme zum Herz. Und vielleicht könnt ihr das erzeugen, dass es wie so eine Art Gegenstrom gibt, dass es durch den Arm auch zum Herz hinfließt. Ich bin nicht nur draußen, ich bin auch bei mir. Und deswegen muss ich nur loslassen, weil die Hände geht zum Herz, wo ich auch angekommen bin, hin. Ich spüre einen Herzschlag der Freude, der bildet das U. Und dann kann ich durchströmen. Und weil ich nach vorne ströme, kommt Strom auch zum Herzen. Ich bin ganz in der Welt, ich kann ganz raus, aber ich spüre es ganz tief in mir drin. Und darum kann ich loslassen und komme einfach dahin, wo ich auch angekommen bin. Und dann macht man dieses M, ich drehe mich, dass ihr seht, eine Hand geht vor. M. Und dann komme ich zurück zu mir und am Körper lasse ich dann langsam los, damit ich in meiner Energie bleibe. Ja, und jetzt geht es ja nur darum, Freude zu haben. Und worum es hauptsächlich geht, ist diese Welt zu umarmen und in das, was wir dann noch so durchzuströmen, dass wir noch in die Geheimnisse ganz leicht wie einen Klang davon erleben und merken doch, trotz allem, das klingt, da klingt was, ja? Wie Weihnachten, auf das wir zugehen. Und das macht man gleichzeitig mit dem Laufen. Und das mit den Armen, das meint man ernst. Und das, was mit den Beinen passiert, da lachen wir drüber. Aber wir wissen, eigentlich versuchen wir lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz. Stellt es euch gleich vor. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, ungefähr, dann komme ich an. Und dann lang, 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 vorwärts. Erster Halbbogen U, der zweite Halb O, der zweite Halbbogen U und auf dem geraden Weg M. Wir machen es ganz langsam. Halber Bogen mit O. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz oder ankommen zum Herz. Und dann U. Lang, kurz, kurz, wirklich in die Welt rein. Lang, kurz, kurz. Ja, reinströmen. Lang, lang zum Beispiel. Und jetzt M, eine Hand ist am Körper, lang, lang, lang und im Stehen das zweite M, M. Zum Herz zurück
Und wir machen das gleiche nochmal. Ein O und jetzt geht es zurück auf dem Halbbogen. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Und versucht in die Welt reinzuspüren. Nehmt euch Zeit. Ich spüre in diesen Klang. Und dann erst das M, diesen Klang noch spüren. Zurück. Lang, lang, lang. Und noch ein M. M im Stehen vielleicht. Und bei euch ankommen und loslassen. Also, nehmt die Beine nur als Herausforderung, ob ihr das seelisch noch schafft, wirklich die Welt zu umarmen. Und ich verliere mich überhaupt nicht drin, mache ich es gut, was machen die Beine, ja, ich weiß nicht, wie es geht. Alles nicht, ich umarme die Welt. Ich ströme rein in die Welt. Ich verbinde mich mit der Welt. O-U-M. Und nichts, selbst die eigenen Beine, bringen mich nicht davon ab. Ja? Also, wir sind ganz in der Mitte. Aus anderer Perspektive die Welt umarmen. Ganz in den Klang da drüben. Aber ich spüre mein Herz. Ganz bei sich selbst erst ankommen. Euch selber spüren. Vielleicht das der vorherigen Einheit noch mal kurz wirken lassen mit dem S und dem B drumherum. Loslassen. Euch selber spüren. Wie stehe ich jetzt? Wie fühle ich den Boden? Wie gern bin ich da? Und dann achtsam loslassen, hinsetzen, ohne das zu verlieren, was wir gerade gemacht haben. Wie reagiert jetzt unser Freund, der Körper da drauf? Wie tut das? Welche Bilder bringt er uns jetzt? Das können körperliche Bilder sein, man spürt einen Brustkorb oder dies oder jenes. Das können seelische Bilder sein, man sieht Wolken oder Landschaften. Aber es kommt aus dem Körper. Es ist eine Wahrnehmung aus dieser Richtung.
die jetzt unser Interesse bekommt. Nach all dem Knoten in den Beinen, wie ist so das Entspanntheitsgefühl im Körper? Im Verhältnis zu vorher? Wie ist die Zufriedenheit im Körper? Und wenn ihr euch fragt, lieber Körper, wie fühlst du dich mit der Welt verbunden? Was sagt er dir dann?